Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Dead or Alive Plus Plus. Ich zeige euch erstmal dieses Tag-Match-System, was ihr sicherlich von Tekken kennt. Ich nehme natürlich meine Kasümche. So, nehme ich den mal. Wer passt denn noch? Tina. Ah, Jane wäre jetzt ein bisschen unpassend. Komm, nehmen wir das. Die passen vom Charakter jedenfalls auch zusammen. Das Tag-System funktioniert genauso, wie man es von Tekken Tag kennt. Aber ihr werdet ja schon sehen, was für die zwei Leute, die Doha tatsächlich nicht kennen, Dead or Alive. Ihr seht schon, auf welche Physik besonders geachtet wurde. Schon eben bei Teil 1. Ja, komm. Ich hau ich doch mal eben weg. Ha! Kind. Komm, wo du wohnst. Keine Chance. Ja, so sah Dead or Alive mal aus, ganz ursprünglich. Könnt ihr mal in den Kommentaren euch mal auslassen, wen ihr da ganz interessant findet. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner einen männlichen Charakter nennt. Weg. Ja, warst du toll. Ja, haben wir so besiegt. Kannst mal gucken. Na komm. Ach, der hat sich, der teamt mit sich selber. Na, das ist auch gut eigentlich. Ich sag's mal so ganz ehrlich, ne, der Weg von Ninja Gaiden, ne? Ryo Hayabusa, da kommt der her. Und von Ninja Gaiden zu Dead or Alive Volleyball ist mir immer noch ein bisschen sehr nicht wirklich so erklärlich. Ich weiß, dass natürlich Tecmo extrem viel auf die Brustphysik gesetzt hat. Das sieht man, glaube ich, ne? Die ist immer noch beeindruckend. Es gibt sogar Versionen, wo man die Jiggle Physics einstellen kann. Das ist kein Witz. Das geht tatsächlich. So, komm, ich hau ich doch mal eben weg. Bisher nun kein Gegner. Das ist übrigens auch Standard-Level. Vor allem jetzt wissen wir, warum ich den hier so wegrotze. Das wird später gleich noch anders. Also ihr seht das gleich, wenn wir das Turnier machen. Also ich glaube so ab Charakter 5, 6, da kriege ich dann schon den Arsch versohlt. Das macht die Matches aber für euch eigentlich nur spannender. Das ist ganz gut so. Tekken ja nur mit sich selber. Was ist das denn für eine Ego-Abteilung hier? Komm, jetzt machen wir mal eben kurz den Hulk Hogan für Kassenpatienten weg. Ähnlichkeiten zu Hollywood Hogan sind, glaube ich, totaler Zufall gewesen damals. Es war ja lustig im Dead or Alive-Film, den ich nur empfehlen kann. Aber er müsste ja ein Fan der weiblichen Charaktere sein, weil die männlichen tauchen da zwar auch irgendwie auf, aber eigentlich weiß keiner warum. Da wird ja lustigerweise unser Armstrong gespielt von Kevin Nash, also von Big Sexy. Das fand ich ganz putzig, einen guten Gag. Hätte trotzdem den echten Hollywood Hogan mal nehmen können. Hör mal hier. Terry Bollea macht das sonst alles auch für ein Salami-Sandwich mittlerweile. Aber ist immerhin ganz putzig. Kevin Nash war ja schon mal eine nette Idee. Wahrscheinlich, wenn es Vince produziert hätte, wäre wahrscheinlich John Cena dann der Fritze gewesen. Oder ganz unpassend oder so. Oder was weiß ich, wen er dann irgendwie genommen hat. So. Tang ja nur mit sich selber. So. Zu langweilig oder was? Ich denke, ich will den Zuschauern mal was bieten. Und jetzt macht die KI so einen Mumpitz. Ja. Ihr seht schon, es gibt hier kein Ring-Out, wie ihr es theoretisch von Soul Calibur oder Soul Edge kennt. Das haben sie hier nicht. Dafür ist allerdings ziemlich ungesund, wenn man draußen raumgehauen wird, dann gibt es da mal so eine kleine Möchtegern-Explosion. Das muss auch nicht sein. Wichtig ist, das seht ihr vielleicht auch, die ihr schon mal vielleicht einen Prügler mal gezockt habt. Soll ja da doch sicherlich eine Menge Leute geben, die nicht nur Street Fighter und Mortal Kombat kennen, sondern auch vielleicht noch andere Sachen. Ist hier, auch wenn es nicht so aussieht, ist es sehr wichtig, den Move nicht nur zu kontern, sondern direkt eben im Konter gleich den nächsten Angriff zu setzen. Das hört sich jetzt total schwierig an, ist es aber nicht. Virtua Fighter hat das, glaube ich, bis zum Exzess getrieben. Ja, Oppi, da kannst du dich mal freuen. So, komm, endlich mal der zweite Charakter. Die gute Dame. Ich bin mit der Doha-Serie eigentlich recht zufrieden. Ich fand, das war immer eine gute Mischung aus klassischen Arcade-Prüglern und meistens
unglaublicher Grafik-Detailverliebtheit. Also als ich, glaube ich, mein Fandom fing, glaube ich, mit Dead or Alive 3 auf der Xbox an, wo ich dachte, wow, sieht das cool aus. Weil hier siehst du ja, das ist jetzt okay, ne, aber ist jetzt nicht so, als wäre es nicht auf anderen Systemen auch möglich gewesen. Ich glaube, richtig gerockt hat wirklich Doa erst, als es dem dann wirklich auf die Xbox ging. Dann war es auch wirklich klasse. Also die ganzen Landschaften und so. Und natürlich, es wurden immer mehr Mädels. Also deswegen war ein Dead or Alive Volleyball, ich sag mal, fast eigentlich schon eine logische Erklärung. Und mal gucken, wenn es die Möglichkeiten gibt, vielleicht mache ich das dann auch. Dead or Alive Paradise, für die Leute, die das übrigens wissen wollen, für die zwei, drei Leute, die noch eine PSP haben. Das ist nichts anderes als das erste Volleyball mit den Features aus Extreme Volleyball 2. Also so, ja, wie man sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Na komm. Na, hau dich weg. Hier immer noch mein Lieblingsgag, ne? Zack, der... Ah, na, ist. Egal, machen wir das Turnier. Dann habt ihr vom Tag schon genug gesehen. Das ist jetzt auch nicht so spannend, wenn die ganzen KI-Dinger mit sich selber taggen. Naja. Ja, ja, du kannst mich auch machen. So, ich will kein Continue. Nein, ich will da nicht raus. Ich will einfach ganz normal ins normale Turnier. Es gibt ja hier tatsächlich auch sowas wie einen Story-Modus. Die kloppen sich im Turnier auch wieder, weil sie irgendwie was erreichen wollen. Ich glaube, Kazumi sucht immer noch ihren Bruder und irgendwelche anderen Leute haben eine ganz böse Corporation. Das ist übrigens Zack, das ist das, was ich gerade erzählen wollte. Der wurde ja bei Volleyball von Dennis the Menace Rodman, vom echten Dennis Rodman, vertont. Auch eine geile Idee, wie ich finde. So, der Tina Armstrong, ihr seht, da sah sie noch ein wenig humaner aus. Mittlerweile sieht sie, glaube ich, wirklich nur noch aus wie, ja, halt, als würde sie wirklich im heutigen Wrestling-System auch funktionieren. Das ist noch nicht so spannend. Ja, Tina, muss mal nach Hause gehen. Die Tochter von Bess Armstrong, eben von Hollywood Hogan. Sweet! NWO, brother! Also die haben natürlich hier auch, wie eigentlich in jedem Prügler, ich meine, das wird euch total überraschen, Stile kopiert, Ideen geklaut, ich meine, das hat MK auch, das hat Street Fighter, Tekken, wir nehmen noch von den Kandidaten, da gibt's ohne Ende. Obwohl, das auch mal eine Frage war. Was ist denn so für euch die Prügelserie, die ihr noch präferiert? Ich meine, das hat sich jetzt auch ein bisschen, ja, ich sag's mal, auch ein bisschen geändert mittlerweile. Also, der Hype von irgendwelchen Beat'em-Ups ist auch weg. Das liegt aber auch daran, wer mich fragt, dass Capcom mit ihrem komischen, wir machen erst die Super-Edition, dann machen wir die Deluxe-Edition, dann machen wir die Extra-Gold-Edition. Zusätzlich mit ihrem bekloppten DLC-System. Sprich, man hat den DLC schon auf der Disc und schaltet den einfach nur noch richtig teuer Geld frei. Hat das der Branche nicht unbedingt gut getan. Also das war nicht so klasse. In letzter Zeit für mich eigentlich nur das Mortal Kombat Reboot war ganz klasse. Injustice ist ganz nett. Ist, wenn man so will, das bessere Mortal Kombat gegen DC. Weil es eben nur noch DC ist, weil NK und DC passt, glaube ich, nicht so großartig zusammen. Da harmoniert, glaube ich, Capcom und Marvel schon ein bisschen besser. Was ganz putzig ist, das kann ich vielleicht noch ein bisschen euch mal antun. Capcom gegen SNK ist ganz putzig. Das ist ganz schön. Davon hätte man gern mehr machen können. Weil die passen auch von der Kategorie ganz gut. Also ein Street Fighter gegen Tekken zum Beispiel, naja, das war okay, das war eine nette Idee, na, aber wenn, dann wollen wir doch die Protagonisten sehen, die auch passen. Nämlich dann Street Fighter gegen Mortal Kombat. Ja, und das, glaube ich, wird es nie geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, du kannst mich mal. So, tschüss. Nicht mit Kazümchen. Ah, ihr seht, glaube ich, worauf es bei diesem Titel wichtig ankommt. Aber trotzdem, es spielt sich immer noch klasse.
Es ist... Ja. Man kann verstehen, dass sich diese Serie bis heute noch gehalten hat. Auch da ist natürlich, wenn er die weiteren Teile liest, klar, da gibt es viele Möglichkeiten, was zu tun. Ich meine, Dead or Alive 5 hat, glaube ich, auch so eine Art Story-Mode versucht, aber das hat, glaube ich, der Mortal Kombat Reboot perfekt inszeniert, wie man einen Story-Mode machen muss bei Beat'em-Ups. Und der von Injustice zum Beispiel ist auch nicht schlecht. Da, glaube ich, kann Capcom und die anderen Bratwürste mal ganz gewaltig einpacken. Ich fand sowieso lustig. Es war ja mal zu Zeiten von Tekken, ne, wo ihr jedes Mal, wenn ihr durchgezockt habt, eine super geile CGI, mega geile Sequenz bekommen habt. Irgendwann haben sie es dann auch sein lassen. Dann hatten sie dann irgendwie Textbalken oder gar nichts mehr. Wo ihr auch dachte, okay, jetzt sind wir in der... Oh, Alter, jetzt schulterst du mich aber nach allen Regeln der Kunst. Und die Zeiten, dass junge Dinger von Hulk Hogan geschultert werden wollen, sind lange, 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 lange vorbei. Oh, zack. Ja, schön, mein Freund. Das machen wir nochmal. Ich kann auch mal einen Griff zeigen. Obwohl, ich bin mehr der... Ihr seht das ja schon. Ah, zack. Zack. Boom. Und ganz wichtig bei Doa, man kann noch weiter treten, wenn der Gegner geschlagen ist. Dass das Kazumi macht, finde ich natürlich nie so klasse, weil Kazumi ja eigentlich der Gute hier. Ah, komm. Nein, mein Freund. Ganz falsches System. Aber ich finde das so lustig, ne? So, wenn man jetzt hier außerhalb kämpft, das hat schon was von Dragon Ball, ne? Gut, die schweben dann nochmal 50 Kilometer über dem Ring, aber ist trotzdem ganz putzig. So, den haben wir. Yan Li, das war der mit... Der ist, glaube ich, relativ schnell. Da muss ich ein bisschen offen... Ja, danke. Das war ein super Opener. Was? Nein. Top. Na, aua. Aua. Das war schön. Das war ein guter Finish. Ja, du bist nicht ganz so uncool, das weiß ich, aber... Na, ich gehe trotzdem nicht die Abwehr, mein Freund. Lass mir da schon was einfallen. Nein, mein Freund. Oh. Aua. Das war nicht so gut. Komm, das machen wir nochmal. Sollten wir da nicht wieder erwarten, gewinnen. Dann habt ihr jetzt auch ein bisschen was von Dead or Alive 1 gesehen. Ah, das war doch mal ein schon besseres Opening. Nein. Falsch. Total falsche Richtung. So. Ah, der hätte treffen müssen. Hat er natürlich nicht. Ja. Schön. Und rein. Yes. Und komm. Zack. Ah, nochmal ein bisschen motivieren, den Knaller. Geht doch. Kazumi, das merkt ihr, glaube ich, ist nicht ganz so langsam in ihren Aktionen. Das ist immer der große Vorteil. Das ist eigentlich auch ein, natürlich ein Anfängercharakter. Die anderen können natürlich, wenn ihr die richtig könnt, können da natürlich richtig mehr grocken. Das ist die völlig falsche Ecke, wo du mich gerade hintrittst. Ah, und ich treffe natürlich nicht. Und nochmal außerhalb des Rings. Nein. Das war natürlich die Todesstrafe. Super. Das ist nicht so gut. Ja, du bist ganz großartig. Nee, aber was ich meinte mit Anfängercharakter, das ist ja so, warum auch die meisten Leute bei MK oder so bei Sub-Zero und Scorpion bleiben. Da hat man am Anfang schnellen Erfolg. Ich bin total falsch hier. Ja, klar. Und ihn trete ich natürlich. Super. Nee, das lasse ich mir nicht bieten. Das mache ich jetzt noch einmal. So nicht. Ja, du kannst mich mal. Also, so nicht. So, das war erstmal ein gutes Opening. Schön.
Warum hat das denn nicht getroffen, Mensch? Unnatürlich nochmal ausgekontert. So, das reicht dann. Das gibt's doch gar nicht. Der tritt mich dreimal hier auf diese komischen Stahlplatten oder was auch immer das darstellen soll, oder? Und der fällt da nicht ein einziges Mal drauf. Und jetzt verloren. Aua. Also so gewinnst du aber kein Date mit Kazumi. Also garant... Aua. Au. Ein Headlock. Mit einem Bulldog oder so. Das wusste gar nicht, der kann auch wresteln? Der Jan Lee wresselt auch? Ja, lass das mal nicht den Vince hören. Kriegst ja mittlerweile jeder Jo kriegt ja mittlerweile einen Vertrag. Ja, Jan Lee mit dem Bulldog-Gedächtnis-Move aus dem Wrestling. Wir erinnern uns kurz an Davey Boy Smith, an den British Bulldog und sehen, wie Kazumi da liegt. Ich weiß, viele Leute haben jetzt ganz böse Fantasien. Die lasse ich mal unkommentiert. Das war Dead or Alive 1 auf dem Arcade. Eigentlich ein immer noch nettes Ding. Lebt natürlich, die ganze Serie lebt natürlich nur von den Mädels. Ist klar. Brauchen wir nicht davon auszugehen, das weiß wahrscheinlich auch jeder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und geht davon aus, ich habe noch ein paar andere Sachen vor. Seid mal gespannt. Bis dann. Tschüss.